Also mit der Grippenimpfung tun wir die Antikörper anregen im Körper, die dann sich gegen den Virus, gegen den echten Grippevirus wehren und bekämpfen, wenn der in unseren Körper eindringt. Also wir sind somit geschützt gegen den Virus. Also man empfiehlt eigentlich alle Betagten, alle ab 65, dann alle Menschen mit einem chronischen Leiden, wie Herz- oder Lungenleiden, Nierenproblem, Leberproblem und so weiter. Alle, die eine chronische Krankheit haben, also auch unter 65 sind, dann empfiehlt man auch bei der Schwangeren die Impfung zu machen, damit sie auch nicht, wenn dann das Kind da ist, das Kleine da ist, dass sie nicht gerade dann die schwere Grippe überkommen. Die Nebenwirkungen sind minimal, die sind lokal, kann es ein bisschen wehtun oder ein bisschen rot werden. Es gibt allerdings immer wieder Leute, die sagen, ich mache die Grippenimpfung nicht mehr, ich habe sie einmal gemacht und bin ja nie so schwer krank gewesen. Nach dieser Impfung, das ist ein Märchen, das gibt es eigentlich nicht, weil Grippenimpfung tut nicht den Grippen auslösen, sondern es ist ein Zufall, dass die Leute nach der Grippenimpfung eben auch dann gerade krank geworden sind mit einem anderen Virus, wo man nicht geimpft hat dagegen. Also man kann sich in jeder Praxis impfen lassen, natürlich auch bei den Medikspraxen, bei der Medikgruppenpraxis, Notfallpraxis können sie unangemeldet einfach reinkommen. Man ist bereit für sie und kann sie sofort impfen. Ja, nun, also wir haben ja auch Freude, wenn es den Leuten gut geht und wenn sie gesund bleiben. Und wir möchten ja mithelfen, schwere Krankheitsverläufe eben möglichst zu vermeiden. Und Grippenimpfung schützt ja nicht vor dem einfachen Infekt, vor der einfachen Verkältungskrankheit, sondern schützt vor der schweren Grippe. Und insbesondere soll sie eben vermeiden, dass dort Lungenentzündungen auftreten oder eben ganz mühsame, hochfieberige Erkrankungstage vorkommen, die einem dann das Leben schwer machen, die unter Umständen auch gefährlich sein können.